Du! Ich bin hier schon wieder. Warte, aber kurz hier rüber tappen. So. Und Itotes, danke für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Und herzlich willkommen bei den Sandpfoten. Und viel Spaß hier. Auf diesem Kanal. Sofern das geht. Bei den ganzen Fels- und Sterbe-Animationen, die es hier gibt. Wo bleibe ich mit meiner Cola? Cola kommt nach unten. So. Oh, ja gut, mit ihr brauchen wir ja sowieso nicht sammeln. Das funktioniert ja nicht. Runter, runter, runter. Und noch mehr töten. Und nicht wieder einmal mit dem Schild. Das macht ja überhaupt nicht. Warum kann Geralt sowas nicht? Wäre cool, wenn Geralt das auch könnte. Oh, da liegt ein Arm. Na, hoppala. Verliert doch nicht gleich eure Arme. Wirklich. Wenn ihr auch rennt. Ich finde es immer so cool, wenn man die Leute auch teilweise zwei Hälften schneiden kann. Fluch der Scheiße. Nein! Jetzt. Yes. Noch wer? Nee. Dann einmal raus. Das hat mich jetzt ein bisschen geblendet. Leicht geflasht. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich habe meine Strafe bekommen. Nein. Gnade, bitte. Ja, gut, ne? Sterben oder nicht sterben? Das ist hier die Frage. Ach komm. Ich sage dir, wie die Dinge Wir sind im stehen. Sterbe. Tötungslaune. Sterblaune. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Ja, sozusagen. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Bye-bye. Außerdem, dieses Frauenmassaker, das ist nicht zu entschuldigen. In keinster Weise. Wo komme ich hier wieder raus? Da hinten. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein. Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte, aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben Ja. ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du Ich habe verstehst eine nicht, was es Heimat. heißt, sein Land zu lieben.
Aber ein schickes Schiff. Ich hätte nur Radovid nicht wiedererkannt. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für liebe Eilat für mich. Das ist mein Wunsch. War klar. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herrin Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Ach, auch nur lebend. Na super. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen. Aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Ich habe einem neuen Rat zugestimmt. Aber was hat es mir gebracht? Die Magier an meiner Seite sind Nichtskönner und Feiglinge. Sie könnten es niemals mit Eilhard, Lauxantil oder Merigold aufnehmen. Ihr habt immer noch eure Hexenjäger. Du bist der beste Hexenjäger. Das hast du bereits bewiesen. Sheila de Tankerwilz und Philippa Eilhards Plan. Du hast ihn vereitelt. Ich will, dass du beendest, was du angefangen hast. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhard. Ja, stimmt. Sheila haben wir entkommen lassen. Ich glaube, die hätten wir töten können. Wir haben sie mal nicht laufen lassen. Ja, Probleme über Probleme. Philippas Versteck. Wo ist unser Lager? Ja gut, dann kann ich eigentlich vorher auch erstmal zu Rosch zurückgehen. Rein theoretisch. Weil das ist da auch noch mit in der Nähe. Streitlustig, wie? Deine Waffen. Hübsche Löckchen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Gott, wichtig kann mich ist nicht die beschweren. Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Kann mich dennoch nicht beschweren. So. Entschuldigung, Hexer Gerald von Riva? Ja, was willst du? Ich habe eine Nachricht für dich. Warte mal, von wem? Lies sie, dann weißt du es. Jetzt bin ich neugierig. Wir müssen uns so schnell wie möglich sprechen. Es ist wichtig. TM. Lass mich raten. Triss? Triss muss ihn geschickt haben. Ja. Ich muss sie finden. Wo war hier nochmal der Ausgang? Hier. Erstens möchte ich zu Rosch. Wir machen das Ganze mal wieder hier mit Schnellreise. Ist jetzt nicht so weiter Weg, aber... Wir können ihn uns sparen. Hexer können nicht die Tropfen kriegen, oder? Ja.
Schwerter bereit und links. Oh, da hinten. Auf die Schwarzen mit frischem Mut. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Wüsima ein Bordell. Gerald van Riva. Gesund und munter. Natürlich. Immer doch. Du erwähntest ein Problem. Wenn ich gerade tot am Boden liege. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden fünften Dörfler hängen. Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Was bringt ein freies Temerien, wenn du keine Bürger mehr hast? Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Du kannst auf mich zählen. Danke, Gerald. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Okay. Galgenhügel. Ja. Habt ihr echt Könige ermordet, Hexer? Nein, haben... Oder habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant können nicht... Rosch hat einen König ermordet. Gut, ja gut, dann müssen wir natürlich hier dann wieder zurück, aber das ist dann klatscht übel. Aber zurück. Wir waren jetzt schon länger nicht mehr am Galgenhügel. Ich habe in die Wange gebissen. Oh. So typisch ich. Das ist, was mir eigentlich am häufigsten passiert, in die Wange beißen. Da unten ist das Dorf. Ja, wunderbar. Schon schwarz von Nilfgaard. Ich eine entzündete Wange habe. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute. Leichte Ausrüstung. Schleichen ran. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Natürlich. Du musst helfen. Komm mit. Warum müssen wir immer alle retten? So, wer stirbt mir jetzt hier von der Nase weg? So.
Okay. Darum hast du dich schon gekümmert. Und hier ist Wes. Oh Gott. Das ist ja aber schon wieder so kurz vor knapp. Aua. Das war aber... Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg. Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick doch mal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fran! Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? M hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche, edel von dir, keine Frage. Aber ich arbeite gelegentlich für Nilfgaarder. Offen gestanden will ich keine Schwierigkeiten. Das gefällt mir nicht. Aber sei es drum. Du sollst wegen dieser Sache keinen Ärger kriegen. Gut gesagt, Geralt. Ein guter Schwarzer ist ein toter Schwarzer. Das habe ich nicht für dich getan. Die Kakerlake. Ich mag es zwar, aber nicht für dich. Ich mache das. Nein, Drucke! Wir sind auf jeden Fall kein liebevoller Hexer. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Dieses Fliegen mit Schwert an seiner Seite. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ach, da habe ich mein Glas hingestellt. Ja, Stufe 16. Sehr schön. Ich würde ja am liebsten noch Stufe 17 erreichen, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. War das nicht späteres? Ja, bis 23 Uhr mache ich auf jeden Fall. Heute will ich ihn tatsächlich nicht ganz so lange machen. Wie schon gesagt, morgen ist 24 Stunden Stream angesagt. Ich werde sterben. Ich werde einfach nur sterben. Das werden, glaube ich, die härtesten 24 Stunden meines Lebens. Wobei, nee, als unsere zwei Kater im Sterben lagen, das war schlimmer. Das waren harte Wochen. Das ist aber zum Glück schon ein paar Jahre her. So. War das einmal? Also ja, nach Skellige will ich ja nicht. Das wäre das einmal. Dann machen wir erstmal Philippa. Ja, dafür dann natürlich erstmal wieder schnell reisen. Die ganzen Fragezeichen werden wir bei Zeiten dann nochmal aufsuchen. Wahrscheinlich morgen. Bei Witcher werde ich ja morgen im Stream auch spielen. Da werde ich mich dann vielleicht um die ganzen Fragezeichen kümmern. Warte, einmal hier hin. Dann reisen wir von da aus weiter. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Ja, ich will gar nicht durch.
Also und, warte, bevor es weitergeht hier. Charakter. Das möchte ich einmal machen. Und einmal Mutter gehen. Nach Vitalität. Sehr schön. Läuft doch super. Hier hinten waren wir jetzt auch noch gar nicht. So, ich wollte jetzt eigentlich nochmal nach Alchemie gucken, aber das machen wir dann später. Das machen wir dann nach dieser Quest. Ja, glaube ich, noch nicht wichtig. Ich habe gerade mehr interessiert. Okay, doch, Schwalbe haben wir noch. Zweimal. Das ist, da ist so alles. Alles sicher. Geh sofort wieder rein! Oh. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Dradovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Großartig. Ich hätte sie gern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier, erstick dran, du Idiot. Das Ganze geht auch etwas freundlicher. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben's kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Dir die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Dradovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Wahrscheinlich nicht. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Weißt du, ich habe schon ganz andere Sachen besiegt. Wird mir so eine Zauberin auch nicht großartig ins Gewicht fallen. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Mhm. Yep. Yep. Hier fehlt eine Kachel. Ja, das war einfach. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schon großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ja, wie meinst du, wenn ich durch irgendwelche Portale gehe?
Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber ich finde die Dinger jetzt auch nicht so neckert. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Orte wie diese. Ich hasse Neckar, habe ich das mal erwähnt? Wenn nicht, jetzt. Verdammt, es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Da. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Und mit welchem? Da ist jetzt gerade... Warte. Ah, okay. Müsste wieder funktionieren. Sehr gut. Das Portal ist aktiviert. Instinktiv, richtig, aktiviert. Ohne zu lesen. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Mhm. Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Oh, ein Träumer. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Enian, Margarita Laux Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Gib mir den Kristall. Nur über meine Leiche. Du hast es nicht anders gewollt. Ja, das lässt sich einrichten. Machen wir es schnell? Schneller? Oder... Ja, so viel dazu, ne? In Ordnung. Das reicht. Ich gebe dir den verdammten Kristall. Geht doch, warum nicht gleich so? Weg. Oh. Liebesbriefe. Okay, hier ist so eine Kiste. Irgendwas? Ne. Warte doch, da. Okay, halt. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Jetzt aktivieren. So. Ich wollte gerade sagen, und? Funktioniert's oder eher weniger? Oh. Mehr Necker. Die sind aber kein Problem. Eigentlich. Da geht's
auf jeden Fall runter. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Ja. Okay. Also, einmal hier runter. Ein Tunnel, wo er ihn fehlt. War irgendwie klar. Der Kraftspeicher. Aua. Kraftspeicher hier. Fahren wir mit. Und wir gehen einmal hier wieder hoch. Hier einmal wieder hoch. Und hier auch einmal wieder hoch. Oder? Nee, hier war. Da. Und jetzt wieder warten. Das muss die unterste Höhle sein. Hier hinten. Ach ja. Oh, nö. Natürlich gibt es einen Wächter. Au. Autschi. Geralt. Okay. So wie dazu. Und noch was? Ja, noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Okay. Ja, so nichts weiter. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Aber nur vielleicht. Ein Kristall von einem Mikroskop ist ziemlich angeschlagen. Okay. Ja, so viel haben wir jetzt aber dennoch nicht erfahren. Ja gut, Tabakpfeife brauchen wir nicht. Nein, gut. Nehmen wir einmal mit. Warte mal. Ich dachte, da war noch eine Kiste. Oder? Nee. Hätte ja sein können. Okay. Blinkt aber immer wieder was Rotes auf. Oder ist das einfach nur ein Bug? Wahrscheinlich. Da ist noch was.
Achate in Gewebe gehüllt. Vielleicht ein misslungenes Experiment? Hat Philippa sie durch die Höhle geschleudert? Das würde ihr ähnlich sehen. Okay. Gerät? Ja? Geht's hier noch irgendwo lang? Nee, nur zu einer Kiste. Mit Jägerstiefeln. Die wir auch einfach mal mitnehmen. Oder? Kiste. Brauchen wir jetzt nur noch zurückrennen. Wir spielen Portal in Witcher. Muss ich aber auch mal spielen. Ich habe tatsächlich noch nie Portal gespielt. Ich besitze alle beiden Teile. Allerdings ungespielt. Wie so vieles. Mal durch. Ich hoffe es. Ja. Du lebst noch? Mhm. Hast du was gefunden? Staub, Schmutz und einen Megaskop-Kristall. Was zum Teufel das auch sein mag. Aber er könnte wichtig sein. Gib ihn mir. Wir überbringen ihn dem König. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnapp ihn! Ach komm. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Doch. Ich würde sagen schon. Hier, die wollten sich prügeln. Ich bin einfach nur geweigert, denen das Ding zu geben. Zu Recht. So. Schnellreise. Nach Oxford. Gehen. Ich wieder unter deinem Stein. Möchte ich aber nicht. Oder? Wie muss ich hier reden? Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Schicker einer Zahn, den du vorne hast. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Ja. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Nein, sie war nicht in ihrem Versteck. Aber ich habe dort diesen Kristall gefunden. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhardt bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. In den ersten zwei Teilen war er mir noch sympathisch. Hier eher weniger. Gut. Dann haben wir das. Ach stimmt, wir hatten jetzt noch das hier mit Triss.
Dafür müssen wir nach Novigrad. Aber in Novigrad haben wir sowieso noch ein bisschen was zu erledigen. So wie das hier zum Beispiel. Können wir das nämlich einmal direkt machen. Für gewöhnlich reise ich übrigens nicht so viel mit den Dingern. Aber da wir heute ja nicht ganz so viel Zeit haben, nicht so viel schaffen möchte, wie es so geht, benutze ich heute mal die Schnellreise. Dann mache ich jetzt maximal nur noch eine halbe Stunde. Den Rest werden wir dann auf jeden Fall morgen sehen. Weil ich will auch noch mein Essen, was ich hier noch habe, noch aufessen. Reißt euch zusammen, Jungs. Steht jetzt hier seit bei 2 Stunden rum. Deswegen würde ich gerne noch zu Ende schnabulieren. Und mich dann so langsam Richtung Bett begeben. Auch wenn ich zwischendurch hoffentlich müde bin, aber ich brauche so viel Schlaf, wie es irgendwie geht. Vom Stream. Morgen. Von daher müssen wir zusehen, dass ich früh ins Bett komme. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Ja, nee. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Nett. Nein! Wer hat den Auftrag? Ich habe den Mann nicht... So. Gibt es irgendwelche Augenzeugen geklickt von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Mhm. Danke. Das bis dann. Das ein. Da liegt die Leiche. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir. Finde mithilfe deiner Hexersinne das Monster, das die Gegend unsicher macht. Okay. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Muss ein Ekima sein. Okay. Wo ist die Spur? Da kenne ich ein Spiel. Es gibt viele Spiele mit Vampiren. Glaube ich. Boah, warte, wie viele habe ich? Ich glaube insgesamt 4 oder 5 Spiele besitze ich, wo irgendwelche Vampire drin vorkommen. Ah, mach ich wieder hoch. Ja, ich würde gerne untersuchen. Ja, es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Ja, ich weiß, welches du meinst. Das verschwindet im Wasser.
Okay. Schwimmen wir erstmal. Dann wird er wahrscheinlich hier drin sein. Ne? Weiterhin da. Aber. Hier endet die Spur ja. Ach, jetzt. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Okay. Ja, mach da noch einen schönen Hechtsprung rein, Geralt. Genau. Weil wir ja auch so gerne schwimmen. Da. Wir gehen die Spuren weiter. Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Das sagtest du bereits. Wir hören ihn noch schon. Echt? Ist sie das? Aber einer unserer Hexer-Kollegen. Hallo, Lambert. Ja, Lambert. Verdammt. Wie gut, dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Warum hat er irgendwie so eine coole Rüstung? Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Mhm. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Ach nö. Warum bocken uns unsere Hexerkollegen eigentlich immer irgendwelche Scheiße ein? Ja klar, und Lambert hat sich verpiedet oder was? Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Leicht ungehalten, der Typ. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Jo, gut. Dann also...
Auf zu 7 Katzen. Fast, ja. So, das wird jetzt wahrscheinlich auch das Letzte sein, was wir heute machen. Nicht gedacht, dass die Quest jetzt doch noch so lange geht. Wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Nein, gerade nicht, aber ich komme auf dich zurück. Wunderbar. Bald. Lauft, kleine Rehe, lauft! Lauf von dannen! Sind außerdem noch mal ein paar Dinger. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Okay. Gut, wir nehmen einmal alles hier mit. Wie ist das jetzt nicht vor? Das habe ich die letzten Male ja auch nicht gemacht, deswegen. Ja, Alter, das ist das Dorf der Katzen. Und das Schlimmste ist, das Dorf der Katzen und die Katzen mögen mich nicht. Doll. Ganz doll. Nur weil ich ein Hexer bin. Ich komische Vibes absonder an mir gebe. Lamberta. So, noch das Dorf der Spinnen. Ich glaube, das gibt's hier nicht. Ich glaube, es gibt allgemein bei Witcher keine spinnenartige Wesen, aber das sind eher große, kann man es beschreiben, Käfer? Halb Käfer, halb Skorpion, würde ich sagen. Also, nicht wirklich spinnenartig. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Ogre von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Es gibt eine Katzenschule? Soweit ich mich erinnere, wurde der Ogre letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Ogre geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und
warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Das sieht eher nach Schnaps aus als nach Bier. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Das sind mal wieder so richtig tolle Namen. Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faerö, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Man muss ja nicht gleich jeden umbringen. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Na gut, bis nach Skellige dauert's aber noch. Da werden wir so schnell noch nicht hinreisen. So. Dann gucke ich mal ganz kurz, wo wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich glaube, das hier. Weil dann würde ich für heute nämlich auch Feierabend machen. So. Einmal vielleicht in die richtige Richtung bauen. So. Speichern. Speichern. Speichern.